Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dem Binding of Isaac Afterbirth Plus Part 2. Wir gehen wieder ins Spiel, den Spielstand vom letzten Mal. Ein neuer Run und diesmal nehmen wir meinen Lieblingscharakter. Wie gesagt, letztes Mal freigeschaltet, Azazel. Wieder auf Hard und los geht's. Schauen wir mal, ob wir es diesmal schaffen, dann Moms Herz zu besiegen. Mom war ja beim letzten Mal kein großes Problem, da hatten wir allerdings auch sehr gute Items. Mit Azazel ist es generell etwas leichter, wie ich finde, dadurch, dass wir einen Brimstone haben, auch wenn wir hier eine verkürzte Reichweite haben. Aber wie man sieht, da ist so ein Raum wie dieser hier absolut kein Problem. Riesenvorteil haben wir natürlich dadurch, dass wir fliegen können und dass Brimstone zumindest auf den ersten Ebenen noch einen extremen Schaden macht. Wir versuchen nach wie vor alle Ebenen dann komplett zu clearen. Schauen wir mal, wie weit sich das rentiert. Diesmal müssen wir ja die Münzen nicht sparen. Heißt, wir können auch Shops direkt von Anfang an aufsuchen. Ich werde so viele Münzen wie möglich von vornherein schon in die Vending Machines investieren. Zum einen, um den Shop weiter auszubauen. Zum anderen natürlich auch, um Freischaltungen zu tätigen. Da es dann doch ein paar Items gibt, die eben dadurch freigeschaltet werden, dass man die Vending Machine benutzt. Ich hoffe, wir kriegen noch wenigstens eine Bombe auf der Ebene. Besser wären mehr. Ganz einfacher Grund. Wir wollen die markierten Steine kaputt kriegen, denn Azazel hat, wie ihr seht, kein normales Leben aktuell, sondern ist erst einmal noch abhängig von Seelenherzen oder schwarzen Herzen. Ich weiß nicht, ob die auch besonderen Namen haben. Entsprechend, die kriegen wir vorrangig eben aus den markierten blauen Steinen. Und damit wir da drankommen, brauchen wir natürlich Bomben. Ich hoffe, dass der Sound diesmal ein bisschen besser abgemischt ist. Beim letzten habe ich festgestellt, war der Spielsound zwar technisch gesehen vollkommen in Ordnung, leider aber deutlich zu leise im Vergleich zu meinem Mikrofon. So, rein im Spiel Familien, da haben wir dann den ersten Reiter, den wir letztes Mal freigeschaltet haben. Als Gegnertypen, der droppt im Normalfall eben den Cube of Meat, Blattkeul, wenn ich mich nicht täusche, oder das Bandages, wie auch immer. Book of Revelation ist freigeschaltet, hoffentlich sammeln wir es auch ein. Gibt uns nämlich bei Benutzung ein Seelenherz. Cube of Meat, wie man sieht, schwirrt um mich herum, beschützt mich vor Projektilen und wenn wir davon noch mehr bekommen, wird er weiter aufgebessert. Heißt, bei der nächsten Aufbesserung haben wir dann einen Kopf, der in die gleiche Richtung schießt wie wir, und bei der Aufbesserung danach läuft dann ein kleiner, blutiger Isaac durch die Gegend und schießt auf nahe Feinde. Aber noch ist es nicht so weit. Wir müssen uns noch unsere eigene Kraft verlassen. Bei Berührung mit Gegnern, hier demonstriert, fügt der Cube of Meat auch gar nicht mal so schlechten Schaden zu. Aber auch das ist wieder eher der Ausnahmefall, dass wir das nutzen. Hat einen ganz einfachen Grund. Wir müssen nah an Gegner ran und gehen dabei entsprechend das Risiko ein, dass diese uns schaden. So, ein weiteres blaues Herz. Auch in diesem Run versuche ich noch Freischaltungen zu tätigen, allerdings jetzt noch nicht auf Biegen und Brechen, da ich unter anderem vergessen habe nachzuschauen, wie wir den weiteren Charakter freischalten, also welche Bedingungen gegeben sind. Das tun wir dann im nächsten Run wieder. Wie gesagt, dieser ist jetzt vorrangig zum Spaß, eben weil ich Azazel äußerst angenehm im Spielerischen finde. Da kommen auch endlich die Bomben. Grundsätzlich kann ich nur empfehlen, in einem Run, wer sich noch nicht mit Isaac auskennt, macht sämtliche Häufchen kaputt, löscht sämtliche Feuer, bringt einfach den Effekt, dass Items und vor allem Münzen droppen können, und die brauchen wir natürlich später im Shop. Na, komm schon. Kleiner Nachteil bei Azazel, um wirklich dann zu schießen, muss man den Schuss eine gewisse Zeit aufladen. Dafür hält er dann auch eine gewisse Zeit, wie man sieht.
Und wie ja schon gesagt, der Schaden ist alles andere als zu verachten. So, jetzt habe ich vorhin unser aktivierbares Item eingesammelt und bin ehrlich gesagt gar nicht im Bilde, was das macht. Wir benutzen es einfach mal. Okay, wir können einen Ball schmeißen. Sieht ein bisschen aus wie ein Pokéball. Möglicherweise rostet jetzt ab, das ist sehr gut. Da sehen wir auch gleich die Veränderung. Ja, möglicherweise können wir den dann bei der nächsten Benutzung dafür verwenden, das gerade eben gefangene Monster wieder freizulassen. Und den Lucky Rock freigeschaltet. Der hat den ganz einfachen Effekt, dass auch das ist jetzt, dass wir mehr Schaden machen, wenn wir ihn aufsammeln. Und der kann in jedem zerstörten Stein theoretisch enthalten sein. Ja, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, Explosive Thoughts, das kleine Gehirn, was ich da jetzt mit mir rumführe, ist ein Item, das ich grundsätzlich nicht wirklich gut finde. Es macht zwar wirklich mörderischen Schaden, hat aber den riesen Nachteil, dass wenn man zu nah dran steht, man von seiner eigenen Person getroffen wird. Entsprechend müssen wir gucken, dass wir es möglichst schnell an den Gegner ranbringen, so wie jetzt. Es fliegt halt nicht bei jedem Schuss los, vielleicht mit Bäuerchen, aber Schuss geht ab, wunderbar. Wir nehmen den Hermiten mit, yep. Shot Speed ab, was soll ich sagen? Achso, aber genau, es fliegt nicht bei jedem Schuss los, aber gerade jetzt bei Asasee, wo wir aufladen, oh, das war nicht geplant. Gerade jetzt, wo wir aufladen müssen, fliegt es dann halt relativ unkontrolliert. So, der Nachteil ist, wir sehen nicht, was wir bekommen. Ich habe aber gerade ein Lebensupgrade bekommen durch das Capricorn. Wir nehmen also einfach mal mit. Den Reusable Level Skip, den benutze ich hier einmal, um nachzuschauen, ob wir eine Falltür mit Leiter kriegen. Haben wir jetzt nicht bekommen. Deswegen behalte ich einfach mal den Ball. Warum mit Leiter? Ganz einfach. Das bringt uns in einen Itemraum. Samsung Unlock. Ach, kein Schaden bekommen, genau. In einen Itemraum, heißt entweder in den Black Market, wo wir besondere Items erhalten können, oder aber in einen Raum, in dem wir ja, einfach ein Item bekommen. So, schwarze Haufen machen meines Erachtens den Raum dunkler. Ich weiß gar nicht, ob da auch was droppen kann. So, die müssen wir auch noch kaputt kriegen. Wunderbar. Wir haben noch drei Schlüssel. Dann gehen wir jetzt hier rein. Das ist, glaube ich, Mams Mascara. Mams Eyeshadow. Charmkiss. Heißt, bringt uns jetzt erstmal gar nichts, weil der Asasee spielen. Ansonsten hätten wir gelegentlich einen Schutz. Ah, okay. Das sieht doch bei Asasee, der, wollte ich gerade sagen, pink oder rosa ist. Und Gegner dazu bewegt, auf unserer Seite zu finden. Ist jetzt, wie gesagt, bei Asasee deshalb nicht wirklich hilfreich, weil wir mit unseren Schüssen, mit unseren Treffern, grundsätzlich einfach mal dafür sorgen, dass unsere Feinde doch tatsächlich eigentlich instant sterben. Ja, komm schon, geh auf. Gut, dann machen wir es halt so. Und entsprechend haben wir keinen Nutzen davon. Bei einem normalen Charakter wäre es tatsächlich so, wir nutzen mal den Hermiten, dann kommen wir nämlich in den Shop. Bei einem normalen Charakter wäre es tatsächlich so, dass wir ja mit einem einzelnen Schuss eigentlich noch töten. Entsprechend hätten wir dann den Nutzen von den Charm-Tiers. Gut, das waren jetzt nicht viele Münzen, die wir einzahlen konnten. Deswegen nehmen wir aber so viele Items auf wie möglich. Charge with Blood. Heißt, glaube ich, wenn wir getroffen werden, nein, das ist es nicht, wenn wir getroffen werden. Wenn wir Gegner töten, bekommen wir eine Aufladung für unser aktives Item. Die Bombe brauche ich erstmal nicht. Achso, ich wollte ja unser aktives Item, wo wir gerade darüber reden, auch jetzt mal benutzen nochmal. Okay, und ja, da ist unser Gegner, den wir gerade eingesammelt haben. Wie man sieht, die Herzen darüber sind einfach dazu
signalisieren schlichtweg, dass er auf unserer Seite ist. Den gleichen Effekt hätten halt die Charm Tears. Und wie ich gerade sehe, behalten wir den Raum übergreifend. Das ist doch mal interessant. Wir gehen weiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viele Räume wir denn behalten. Vermutlich ist er, okay, wie jetzt getötet wurde. Alles klar. Das könnte sich tatsächlich als nützlich erweisen. Drei Kisten, entsprechend nutzen wir den Raum. Wir nehmen uns diesmal nicht nochmal den gleichen Gegner-Typ hin, sondern weil. Schauen wir mal, was wir da noch haben. Ah, die nutzen uns jetzt nicht so viel, weil Schaden nehmen will die eigentlich nur anchargen. Schauen wir mal, davon nehme ich aber einen. Also da nehmen, geworfen und gefangen. Und wunderbar, die Kiste machen wir auf. Pulswurm ist jetzt bei Azazel ziemlich uninteressant. Ansonsten würde er dafür sorgen, dass unsere Tränen pulsieren quasi. Heißt, in ihrer Breite zu und wieder abnehmen. Wir nehmen unsere Devil-Karte wieder mit, das erhöht unseren Schaden. Gemein. Die sind mit Azazel nicht wirklich schön, zack, weil wir zu nah ran müssen, um den zu schaden. Was haben wir hier? Oh, Dev ist natürlich auch interessant, macht einmal in einem Raum extrem viel Schaden, was die meisten Gegner tötet, die Devil-Karte aber lieber für den Bossraum verwende. Nehmen wir die weiterhin mit. Wir können ja irgendwas klären und dann immer noch. Oh, das war nicht gut. Und dann immer noch Karte holen. Oh. Habe ich die Devil-Karte gar nicht verwendet? Naja. Kristalle. Wunderbar. Offensichtlich ist er nicht dazu in der Lage, den Gegner, unseren Freund, endgültig zu töten. Das ist sehr gut. Ah, und wieder haben wir uns getroffen. Das ist nicht so gut. Ah, und jetzt haben wir uns selber getroffen. Das ist noch viel weniger gut. So, Speed and Damage Up. Wir haben die Devil-Karte gar nicht verwendet, weil ich, die tatsächlich vergessen habe. Aber wir kommen momentan relativ gut durch, auch wenn wir jetzt tatsächlich das erste Mal den Schaden aufgenommen haben. Für zwei Kisten machen wir das auch. Und nehmen die Pille. Amnesia, das ist ziemlich schlecht. Da wir, wie man jetzt sehen kann, keine Karten mehr haben. Heißt, die Orientierung innerhalb der Ebene wird deutlich erschwert. Aber das ist nichts, was uns wirklich auffällt. Hätten wir auch als Curse einfach kriegen können. Damit kann ich leben. Curse of the Blind wäre deutlich schlimmer. Gibt es aber, soweit ich mich erinnere, nicht als Pille. So, kommt ein dritter? Nein. So, jetzt sind wir quasi wieder auf unserem Ursprungsstatus. Drei schwarze Herzen. Ist alles Gehirn weg. Wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht mehr weiter getroffen werden, sondern stattdessen noch mal ein paar mehr Herzen erhalten. So, das ist natürlich mit aller Seele ein riesen Vorteil, wir müssen auf die Spikes keine Rücksicht nehmen. Ich hatte gesagt, ich möchte Vending Machines benutzen, aber tatsächlich finde ich es gerade interessanter, den Shop aufzusuchen, wo wir nämlich eventuell auch Seelenherzen erhalten können. So, da haben wir dann nochmal die Amnesia-Pille. Das ist natürlich gar nichts. Geh mal auf, ich will dich einfach. Das war blöd. Ich wollte mich treffen lassen. Ja, möglicherweise wird das tatsächlich der erste Run, in dem wir nicht weiterkommen. Das schon beim zweiten, das wäre natürlich außerordentlich peinlich. Health Up, das hilft doch ungemein. Und die Waage,
Die hat unsere Werte ausgeglichen, wie man da sieht. Haben wir jetzt eine Reichweite, die wir haben wir, sind aber dafür auch langsamer geworden und machen auch weniger Schaden. Leider war die Anzeige nicht sehr gut, dass ich das erkennen konnte. 4,07 aktuell. Ich glaube, dass wir ursprünglich 8 gemacht haben. Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Und wir nehmen Filmmimik. Gut, da wir jetzt schon das Aktiv freigeschaltet haben, können wir jetzt hier auch den kleinen Freund benutzen, um neue Items zu bekommen. Ich hätte damit gerechnet, dass wir den Pillenmimik tatsächlich dadurch verändern. Stattdessen haben wir einfach komplett neue Items bekommen. Das bringt uns nicht viel, weil wir keine 15 Münzen mehr haben. Aber so gut. Dann müsste es gut sein. Na komm. Ja, wir machen auf jeden Fall weniger Schaden. Merkt man da, dass ich länger auch einen normalen Meter ziehe. Mr. Mega Joseph in Spaceman. Wir haben genug Bomben verwendet, damit wir unsere Bomben jetzt mit Mr. Mega verstärken können, wenn wir es dann irgendwann mal aufsammeln. Gut, das war knapp. Dann schauen wir mal. Wir können den. Wir haben eine Spinne. Das heißt, den Pilz haben wir vorhin gar nicht eingesammelt. Dann ist natürlich die Frage, möglicherweise geht das gar nicht. Ja, der Vorteil ist jetzt einfach, dass jetzt vorhin die Waage eingesammelt haben. Das Sternzeichen Waage und Balance sind die höhere Reichweite sorgt dafür, dass wir von Explosionen oder von explosiven Gegnern nicht getroffen werden. Aber wir sprengen mal hier die Pilze. Können nämlich Pillen drin sein. Oder andere nützliche Gegenstände. Und ja, auch relativ schnell liquidiert. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, nach unten bin ich noch nicht gegangen. Richtig. Ah, Moment, ich habe eine Idee. Nicht getroffen. Das war jetzt mal wirklich schlecht. Gut, der kommt auch wieder und nach rechts können wir noch. Dann haben wir auch alles, einmal aus der Lohnung. Und schnell, die stehen kaputt, und zwar. Nix. So, ein, zwei Karten. Der Fool, den nehme ich mit. Hat ein ganz einfaches Bewandtnis. Wir haben da vorne. Nein, gar nicht, das war auf der letzten. Wir hatten auf der letzten Ebene einen Raum, den wir zwar und Schaden betreten können, aber nicht wieder verlassen werden können. Mit der Fool werden wir in unseren, dann in den Anfangsraum der Ebene transportiert, wo wir dann ja, quasi einfach wieder uns ganz normal befinden. Das heißt, wir hätten den Raum verlassen können, ohne Schaden zu bekommen, oder dass wir fliegen eben auch betreten können, ohne Schaden zu bekommen. Das bleibt uns jetzt verwehrt. Die Devil-Karte ist dabei. Für Birdie wäre es eigentlich eine Verschwendung gewesen, aber so gut. Der dürfte jetzt zu besiegen sein. So. Auch Gertie wäre theoretisch durchaus auf unserer Seite und würde unsere Feinde im Raum angreifen. Da wir aber keinen anderen Feind mehr im Raum haben, die meiste Zeit über, nutzen die Schafe jetzt auch nichts. Das ist Bloodclot Damage und Range Up, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Wir haben Damage 4,87. Verlieren wieder 0,8. Wunderbar. Ich weiß gar nicht warum. Aber nun gut. Curse of the Blind und aktuell eine 100%ige Damage-Chance. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt. Damit das dabei bleibt, dürfen wir keinen Rotherzschaden bekommen, da wir zuerst ohnehin unsere Seelenherzen verlieren würden. Sollte das eigentlich kein Thema sein. Aber es gibt keine Garantie. Denn wie man sieht, ich lasse mich viel zu oft. Und treffe mich selber. Wunderbar, das war jetzt nicht so gut. Oh. Einmal Gelächter. Heißt, oh, da war eine fiese Hand.
Aber das haben wir erledigt. 13 Schlüssel ist schon echt ordentlich. Leider gibt es gar nicht so viele Türen, dass wir nicht verbrauchen können. Aber gut. Hab wieder nicht getroffen. Ist doch nicht wahr. So, was ist mit dir los? Warum unterwegs bin ich? Okay, dann halt so. Ah, und nochmal ein. Alles klar. Viele Batterien kriegen wir. Ich bin überrascht. Ich glaube, dass es tatsächlich durch das Item, was wir eingesammelt haben. Dass wir nämlich Batterien vorrangig gedroppt kriegen oder mehr gedroppt kriegen, wenn wir Gegner töten und gar nicht unser Item aufladen, wie ich ursprünglich vermutet habe. Eine Fehlvermutung, obwohl es sich um ein Item handelt, das ich aus Rebirth kennen sollte. Aber nun gut. Komm, schieß los. Ah, nicht getroffen. Wunderbar, erledigt. Den roten Blutenden sollte man zuerst töten, weil der nämlich sonst in den Raum hüpft und gegebenenfalls auch ins Landet bzw. beim Landen Schaden verursacht, was wir nicht gebrauchen können. Mach mal da das Tierchen, das war nix. Das war nix. Wir haben die Ebene noch nicht clear, haben auch den Goldraum noch nicht und den Shop noch nicht. Sind heute nicht in Hüpflaune. Ist Abstand gewinnen, wunderbar. Die nehmen wir mal. Range down, das ist nicht so gut, aber jetzt auch nicht weiter tragisch. Ja, wir kommen am Münzenrand, indem wir möglicherweise ihn sprengen. Das war Einsatz mit X. Wir könnten natürlich auch den Vending-Automat springen und uns müssen nur da auszahlen lassen, die wir zuvor eingezahlt haben. Ja, wir aber über kurz oder lang 999 Münzen einzahlen müssen, wäre das Kontrakt. Warum müssen wir die einzahlen? Ganz einfach. Dadurch schalten wir was frei. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir The Lost. Nein, für The, wir schalten etwas für The Lost frei, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn wir aber The Lost auch nicht haben, da ist der Shiny Rock, Shiny Cold Brothers. Das heißt, wenn wir Steine kaputt machen, bekommen wir Münzen. Penny Tears. Wir haben eine Wahrscheinlichkeit, Münzen zu bekommen, wenn wir schießen. Ich weiß gar nicht, ob das mit Other Seelen funktioniert. Weil wir ja keine Fehlen schießen. Ich vermute einfach mal, dass das nicht miteinander kombinierbar ist. Aber das Gute ist, jetzt kriegen wir Münzen aus Steinen. Oh, da will ich nach Möglichkeit gar nicht erst durch. Wenn der Goldraum allerdings da ist, haben wir gar keine andere Wahl. So, wir haben Glück, der Goldraum ist hier. Oh, ha! Da hilft uns jetzt tatsächlich die verlängerte Reichweite, denn bei den Fliegen, bei den Explosiven hier, passiert es tatsächlich mit Azure sehr regelmäßig, dass man selbst Schaden bekommt. Pyromaniac, wunderbar, da haben wir es wieder. Jetzt kann uns Mama auch wieder nicht viel anhaben und die Explosive Power sind für uns auch nicht mehr so schlimm. Wunderbar, wunderbar. Ich bin tatsächlich überrascht, dass wir jetzt im zweiten Durchgang tatsächlich das schon wieder den Pyromaniac kriegen. Ich glaube, dass die drei die Items innerhalb des Raumes verändern. Ich probiere sie diesmal aus. Tatsache. Wunderbar, eine Pille. Die haben wir genug Paralyzer, bringt uns ja nichts. Wir machen die Kiste auf und haben nochmal ein paar Münzen. Wir haben den Bossraum auf der Ebene schon gefunden. Deswegen werde ich jetzt darauf verzichten, die Ebene komplett zu klären, weil ich eben durch den Raum oben mit den sich bewegenden Stachelfallen nicht durchqueren möchte, da ich nicht allzu schnell bin. Wir nehmen das Item, was sich hier befindet, auf. Okego. Interessant. Das Item wird aus Afterbirth Plus sein. Sagt mir
nichts. Möglicherweise haben wir eine Korrelation mit unserem Feld, die wir da oben haben. Das sind auch Vollkosse. Das heißt, semi-neu ist scheint einfach nur Veränderungen von dem Preis zuvor existierenden Kosse zu sein. Das ist ja gar nicht schlimm. Aber wir sind aller Seele, wir können uns hier auf den Stein verstecken. In den Brimstone geraten, kann uns nicht passieren. Boss besiegt, HP ab, das ist gut für den Devil Deal. Wir wissen natürlich wieder nicht, was wir kriegen. Trotzdem, das Ghost Baby. Spectral Tears nutzt uns jetzt relativ wenig, erhöht unseren Schaden ein bisschen. Dadurch, dass wir halt die beschießen und schon wieder Cursed to Blind, das finde ich gar nicht gut. Aber das ist so. Der Raum ist clear. Das war einfach. Double Active. Fragezeichen. Die ist auch neu. Ja, es war klar, dass wir getroffen werden. Was mache ich damit? Das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Das war klar. Gut. Helfer! Leber! Dann nehmen wir mal. Okay. Wir hätten unseren Eisen verwenden können. Dann wissen wir, dass in Zukunft nicht so ist. So. Die Kiste nehmen wir mit, wieder benutzen. Warum konnte ich jetzt. Ich habe ein halbes Leben und deswegen kann ich den Raum jetzt nicht betreten. Jetzt bin ich verwirrt. Der Raum war nämlich gerade noch offen, wenn ich mich nicht täusche. Einfach um nochmal mehr Münzen zu kriegen. Auch wenn wir in dem Shop nicht mehr einzahlen können, können wir dann dieses Item sammeln. Pia müssen Münzen kriegen durch die Scheine. Nein, kriegen wir nicht. Dann machen wir dann trotzdem. Kommt nach unten, das hat auch nichts genutzt. Wunderbärchen. Ja, okay. Und waren da oben, aber dann noch. Nein, war das. Das ist dann auch. Das ist Glück. Den Bagger benutzen wir. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn wir genug Münzen beim Eingezahlt haben, lässt er erstmal Items fallen. Und dann wiederum genug eingezahlt haben. Gibt er uns dann HP. Dann machen wir kaputt. Bagger zu zerstören hätte allerdings auch den Nutzen gehabt, dass wir unsere Chance auf den Level erhöhen. Da wir aber schon wieder nicht sehen können, was wir denn überhaupt erkennen. Ist es nicht so gut. Warum kriegen wir wieder ein? Naja, wir sprengen wieder mal eine Maschine. Wir haben ein Schädel gesprengt. Wunderbar. Nehmen wir auch zusammen. Reroll Enemies. Finde ich praktisch. Auch somit haben wir es jetzt halt einmal. Wir sammeln. Und das muss jetzt auch die Hand einpacken kann. Sieht ganz gut aus. Möglicherweise habe ich mich treffen lassen. Das ist dann nicht so gut. Ich möchte aber auf dem Weg weitergehen, den wir bisher beschritten haben. Diesmal ist alle hin noch vor mir stehen bleiben. Wenig Lista. So, bisschen ausgewichen. Bisschen zerstört. Und der Shop. Wieder mal ein bekanntes Item. Auch Broken Watch. Die gibt uns die Möglichkeit, dass wir gelegentlich Raum verlangen. Ich bin nicht sicher, ob es tatsächlich noch genauso funktioniert wie zu Reverse-Zeiten, da die Broken Watch tatsächlich auch verändert wurde. Wenn wir eingehen, dass
dass die normale Watch-Zeit auch verlangsamt. Ah, das war genau die Watch-Zeit, die Zeit, die wir haben benutzt. Hat früher jeden Raum verlangsamt, den wir gesehen haben. Jetzt verlangsamt sie nur noch die Landgemeinde, die wir getroffen. So, hätten wir mal in 20 Minuten besiegt, dann hätten wir einen Bosskampfraum freigeschaltet. Den haben wir jetzt 27, fast 28 Minuten gebraucht. Daher, man kann halt nicht alles. The Lovers, wir haben eben das hier Bloody Friend noch nehmen können. Ab sofort auf der nächsten, also auf der nächsten Ebene haben wir den großen Nachteil, dass wir pro Treffer, den wir kassieren, nicht mehr nur ein halbes Leben verlieren, sondern vielleicht ein ganzes. Ist dein Gegner so schön? Nein. Hat dann für uns jetzt den Effekt, dass ich schlicht und ergreifend schließe, nicht mehr zu kassieren. Zumal es ab jetzt keinen Shop und keine Vollkopf gibt. Der Prinzip war, weil die Eukern sind kontraproduktiv. Two of Hearts oder The Lovers? Two of Hearts würde die Herzen wieder hochkommen abkoppeln. Das ist gut, der wird wieder abkoppeln. Der wird wieder abkoppeln, dass ich den Reifen über die Projektile aufhängt. Allerdings eben auch kurz eigentlich jetzt relativ einfach, weil wir durch die dass wir ein bisschen mehr Reichweite haben, war es jetzt auch tatsächlich nicht so schwer. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich jetzt glaube ich gemacht habe. Ist halt so. Eine Waffe. Das brauchen wir uns ganz gut fertig machen. Ja, warum habe ich Schaden bekommen? Ganz einfach. Auf der Ebene kann es passieren, dass wenn Little Biggie freigeschaltet, wenn man Steine zerstört, diese in jede Richtung eine Kugel abschießen, eine Blutträne quasi, und die uns dann entsprechend verletzt. Da haben wir wieder die Portable Blood Bank, die nehmen wir nicht mit, weil ich keine Herzen ausgeben kann. Und die zu brauchen, weil uns das nichts nutzt. Daddy Long Legs, wenn ich das Leute. Ja, Ella müsste theoretisch. Mom's Underwear. Wir gehen tiefer, sind jetzt auf der Marms Herz-Ebene, wo wir mit ein bisschen Glück Marms Herz auch vernichten können. Curse of the Darkness finde ich persönlich absolut grausam, weil. Ich gehe. Der kommt einfach schlechter sehen. Doch, ich mach das. Schieß. Wunderbar. Oh, das sollte ich nicht rein. Oh, das war nicht schön. Ich wollte eben hier rein die Schlüssel verwenden. Mit ein bisschen Glück kriegen wir hier jetzt nicht raus. Müssen wir brauchen. Ich weiß gar nicht, ob der auch zählt für den Wendelerfolg. Wenn wir jetzt wieder nichts rauskriegen, dann
Okay. Ich habe keine Bomben mehr. Ich kann ihn nicht explodieren lassen. Na wundervoll. Na, vielleicht droppt er ja einen. Das kann man nicht haben. Wie kann man denn so viel Geld haben? Na komm schon. Glücksspiel scheint sehen, nicht das meine zu sein, aber wir haben jetzt den herauskommenden Gegner mit den Explosive Thoughts zerstören können. Ah, okay, also die Broken Word funktioniert aus dem vorher. Verlangsam halt gegebenenfalls ein Raum. Das weiße Herz würde uns was nutzen, wenn wir noch mehr Ebenen hätten, weil wir beim Ebenenwechsel einen neuen Herzvergeben bekommen. Da wir aber nach Marms Herz keine weitere Ebenen haben, auch wenn der Stein gehört, nutzt uns das nicht viel. Ich denke, dass der Gegner, die uns helfen, dadurch kommt, dass wir den Open Strom eingesammelt haben. Ich möchte mir so einen Fang. Ich fange so einen nicht. Achso, zählt der Post hat man nicht fangen. Ja, ich weiß nicht. Oh, ich habe noch mehr. Ich nehme mal, weil der Herzcontainer. Wie schon erklärt, genug einzahlen und der Herzcontainer. Zack. Und der Bombe gibt es auch. Gut, dann machen wir den anderen gleich kaputt, dann kriegen wir den Fehljetz raus. Never in Extort. Health Down nehmen wir auf gar keinen Fall. Herzen eher bekommen. Mit Seelenherz. Zack, zack. Flatworm würde die Tränen verbreitern. Bringt uns hier bei Other Seele eben auch nichts. Der scheint die Rocket uns alle zu wollen. Auch schon ein bisschen was. So. Raus. Die 404 müssen wir einmal kurz eingesammelt haben. Effect not found. Soweit ich mich erinnere, bekommen wir schlicht und ergreifend in jedem Raum einen zufälligen Effekt. Nutzt uns schlicht und ergreifend nicht wirklich was, weil wir den Effekt feststellen können, beziehungsweise er eben an einem Raum gebunden ist. Heißt, wir haben in einem Raum immer den gleichen Effekt. Die 5 würde sämtliche unserer Items neu auswirken. Wäre gut, um Sachen freizuschalten. Allerdings überhaupt gar nicht gut, wenn man bedenkt, dass wir uns mit Bomben heilen können. Wir haben 3 Bomben. Heißt, wir können uns im Zweifel gleich im Bosskampf noch ein bisschen retten. Oder eben durch Active Forms. Ah, sehr schön, schwaches Herz. Lebensbündchen wieder zu holen. Ah, verdammt. Das war. Das wird nix. Ich nutze euch. Also, abschaffen. Braucht nicht. Die Thoughts ist los. Wunderbar. Nase voll, weg. Zack. Zack. Und weiter geht's. Das kann man nicht mehr sein. Ich schau mal ganz kurz, ob ich die Health Down wieder fallen lassen kann, dass ich sie nicht aus Versehen verwende. Das nehmen wir, dann sprengen wir uns da mal in die Luft. Marms Herz funktioniert, wie später eben. Schießt halt so ein bisschen durch den Raum und beschwört zum Beispiel durch die Gegner. Bis dahin geht etwas komplizierter, weil wir werden ja zwei Minuten. Und da haben wir leider versagt. Gut. Wir haben zumindest ein paar Sachen freigeschaltet. Sehen uns dann im nächsten Run, wo ich dann hoffentlich Marzias tatsächlich auch schaffe. Den hier verlasse ich wieder.
Wie gesagt, im nächsten Run wollen wir noch mehr Sachen freischalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.